Also ich habe schon mal selbst ein bisschen geguckt, was gibt es denn so an Quellen zu Schleswig-Holstein und was können wir da bearbeiten, beziehungsweise ist schon bearbeitet. Ein frühes Lexikon ist das Standesamtslexikon Preußen 1884, mit den etwa 11.000 Standesämtern in ganz Preußen. Da ist das Gute, das ist fertig. Das haben wir bereits getippt. Welche Standesämter gab es 1884? Dann gibt es das Gemeindelexikon für das Königreich Preußen und da den Band 8, das ist das Gemeindelexikon für die Provinz Schleswig-Holstein, 1888. Das ist super detailliert. Da sind einzelne Wohnplätze drin, da steht drin, welche evangelische Kirche, welche katholische Kirche, wie groß, wie viele Männer, wie viele Frauen da wohnten. Ist noch nicht bearbeitet, da gibt es richtig viel zu tun. Ist aber sehr kompliziert. Gucken wir, können wir gleich reingucken. Ist aber sozusagen das Schwierigste, was ich habe. Dann das Ortschaftsverzeichnis Provinz Schleswig-Holstein, das haben wir jetzt eben schon ein bisschen angeguckt, das ist diese Tabellenstruktur. Auch das wieder ganz detailliert bis auf einzelne Höfe rein. Da merkt man erst, was im GV alles fehlt. Da finden wir bestimmt die Estadora drin, da finden wir den Wilhelminenhof, den Katharinenhof, die finden wir da alle ganz bestimmt drin. Da können wir gleich mal reingucken. Das ist sowas, wo wir uns ranmachen können, das tatsächlich komplett zu erfassen. Immer mit diesem Problem, wir stoßen auf diese kleinen Höfe, die noch nicht angelegt sind. Dann eine Neuauflage des Buches von 1888, 20 Jahre später, ist nochmal ein Gemeindelexikon Preußen gemacht worden. Wieder Band 8 für die Provinz Schleswig-Holstein. Mit dem Stand der Volkszählung von 1905. Genau, das ist auch wieder so eine der ganz komplexen Bücher, auch wieder mit entsprechend guten Informationen. Dann haben wir ein ganz kleines Heft, nur 18 Seiten, das Verzeichnis der Amtsbezirke 1914 von Schleswig-Holstein ist bereits fertig. Da haben wir also alle Amtsbezirke und alle Gemeinden und Gutsbezirke rausgeholt zu dem Zeitpunkt. Dann haben wir, das sind moderne Quellen jetzt, Wohnplatzverzeichnisse von 1950, 1964, 1970 und 1987, die auch super detailliert sind, sind sehr schön zu lesen, weil mit Schreibmaschine geschrieben, schön viel Platz hat man sich da gelassen. Die gucken wir uns heute im Detail an, das macht Spaß, mit denen zu arbeiten. Diese Wohnplatzverzeichnisse Schleswig-Holstein dürfen wir nachveröffentlichen als Scans. Da steht drin, Nachdruck oder Reproduktion gerne gestattet, auch auszugsweise. Da war also tatsächlich unser Statistisches Landesamt ganz offen. Also heute würden die so eine Creative Commons Lizenz da dran kleben. Und damals haben sie schon gesagt, Nachdruck gerne gestattet. Dann haben wir noch einen... Irgendwo runterzuladen. Also man kann sich die auf die Festplatte holen. Genau. Also diese Quellen, die ich jetzt hier alle aufliste, die habe ich alle auf meiner Festplatte drauf. Die habe ich schon alle gescannt. Da das Buch, das haben wir tatsächlich in physischer Kopie hier vorliegen. Die Bevölkerung der Gemeinden 1867 bis 1970. Da hat jemand sich die Mühe gemacht, eben diese anderen Verzeichnisse schon alle auszuwerten und Änderungen zumindest auf Gemeindeebene zu machen. Das ist eben insbesondere interessant da an der Westküste mit den Kirchspielanzgemeinden. Das ist nochmal so eine andere Art des Gemeindeaufbaus. Das ist da ganz gut erklärt. Dafür fehlen da die Wohnplätze, soweit ich mich richtig erinnere. Also es geht nicht ins Detail, da wäre der Estadora-Hof nicht mit drin. Dann haben wir noch ein, das haben wir auch als physisches Buch hier, das dänische Buch über die Verwaltung zwischen Eider und Königsau. Und zwar so auch aus der vorpreußischen Zeit noch, wo jemand eine ganz ausführliche Betrachtung gemacht hat, wo die einzelnen Wohnplätze dazu gehören. Also hier in der Anmerkung, Büdelsdorf ist da mit drin, weil es wieder nicht der Eider ist. Das Buch, was Inga da gerade hochhält. Also die Texte, das heißt komplett auf Dänisch, wobei da ist ein großer Tabellenteil drin. Den versteht man auch ohne Dänisch. Da muss man einfach nur die Überschriften sich übersetzen lassen. Dann versteht man den Teil auch so. Hinten der ein bisschen ausführlichere Teil, das wird schon schwieriger. Aber diese Tabelle, da kann man schon ganz gut was machen. Das war so alles die Verwaltung. Dann haben wir noch die kirchliche Verwaltung. Auch da habe ich wenig bisher gefunden. Und das erste gleich wieder ein dänisches Buch. Also die Geistlichkeit in Schleswig-Holstein. Von der Reformation bis 1864, das ist also die ganz frühe Kirchenstruktur, wobei das ist 1932 rausgekommen, aber geht halt bis zur Zeit 1864. Dann haben wir das deutsche Kirchenadressbuch 1936, wo also jede Kirchengemeinde drin ist, welcher Pastor da ist, solche Geschichten, das haben wir für Schleswig-Holstein auch schon getippt, zumindest welche Kirchengemeinden es gibt. Da gibt es auch noch hinten einen Anhang, welche politische Gemeinde zu welcher Kirchengemeinde gehört. Das kriegt man aber, glaube ich, besser aus diesem Ortsverzeichnis 1890 raus. Das ist nur evangelische Kirche? Nur evangelische Kirche. Also das sind, die katholische Kirche ist tatsächlich in den preußischen Gemeindelexika mit drin. Und dann haben wir noch ein bisschen später, allerdings immer noch Schleswig-Holsteinische Landeskirche von Jensen, das Buch Schleswig-Holsteinische Kirchenbücher, genau, so ein kleines Büchlein, wo wir also den Stand der Kirchengemeinde 1952 finden. Da kommen noch so ein paar Neugründungen. Wir haben eben den Reichsdorf erst 65 gegründet, aber auch da noch so ein Stand, was ist eben zumindest nach Krieg so einigermaßen, was gibt es da an Kirchspielen. Und es gibt fast jährliche Ausgaben von Kirchenadressbüchern, ja, quasi für Schleswig-Holstein. Das ist bei uns in der Bibliothek.
also 30 Jahrgänge mindestens, wo die dann auch Pastoren und Namen und Telefonnummern drin haben. Ich komme jetzt gerade nicht auf den Titel, aber kann ich raus. Genau, das kann man dann eben immer nehmen, wenn man wissen will, wann Kirchspiele fusioniert haben. Es fehlt dann plötzlich eins irgendwie im nächsten Buch. Da muss man herauskriegen, was mit dem passiert. Und das würde man dann eben da drin finden, dass es da so eine Vision gab. So, jetzt möchte ich nochmal zeigen, das Ganze, was wir eben mühsam von Hand gemacht haben, geht bei solchen Massenquellen total einfach, dank einer neuen Software. Und wir gucken jetzt in das Wohnplatzverzeichnis 64 rein. Das amtliche Verzeichnis der Ämter, Gemeinden und Wohnplätze. Wir haben hier auch gleich ganz schön angegeben, also der Gebietsstand ist von 1. April 1964 wiedergegeben und die Bevölkerungszahl, da gab es mal eine Volkszählung, ist am 6. Juni 1961 gemacht. Also wir werden sogar Bevölkerungszahlen finden. So, jetzt blättern wir da einfach mal rein. Ja, am Anfang, können wir gleich hier bleiben. Das ist ganz hübsch. Genau. Also hier haben wir jetzt den Kreis Eckernförde. Und das ist jetzt folgendermaßen aufgebaut. Das muss man einmal verstehen, wie das Ganze gemacht ist. Also wir wissen hier oben, Kreis Eckernförde. Diese Seite und die folgenden Seiten, das wird alles Kreis Eckernförde sein. Wir sehen jetzt hier immer so ausgerückt, also was hier relativ dicht am Rand ist, ist ein Amt und dann eingerückt eine Gemeinde. Beziehungsweise steht eben hier schon drunter, wenn es eine amtsfreie Gemeinde ist, wie Altenholz, dann ist es gleich ausgerückt. Sieht man eben, dass es da nicht noch was Eingerücktes gibt. Aber wir gucken uns mal diesen Fall an, hier amtsangehörige Gemeinde. So, jetzt habe ich mich verdrückt. So, was sehen wir da jetzt? Also wir sehen, es gibt ein Amt Borgstedt mit, hier haben wir die Zahl, 2004 Einwohnern am 6. Juni 1961. Dann sehen wir in diesem Amt, oder zu diesem Amt gehören verschiedene Gemeinden dazu, zum Beispiel die Gemeinde Borgstedt. Die Gemeinde Borgstedt hat an diesem 6. Juni 827 Einwohner. Und jetzt kommen die Wohnplätze, die zu dieser Gemeinde gehören. Und wir sehen, es ist eben nicht immer nur ein Dorf pro Gemeinde, was eben viele immer glauben. Nein, es sind eine ganze Reihe von Wohnplätzen. Eben hier das Dorf, das namensgebende Dorf Borgstedt. Ja, da wohnen auch schon die meisten mit 680 Leuten. Und dann aber auch verschiedene Wohnplätze, wie jede Höfe oder ein Einzelhof hier, Häusergruppen oder so ein Einzelhaus. Ein Wasserwerk, wo eben tatsächlich noch Leute wohnen. Selbst in diesem Wasserwerk wohnen 13 Leute, wie auch immer das funktioniert. Aber das ist eben auch so ein Wohnplatz mit 13 Einwohnern. Wir sehen hier in der nächsten Gemeinde Bünsdorf, ein Kirchdorf mit 200 Einwohnern. Aber das ist nicht der größte Wohnplatz in der Gemeinde. Der größte Wohnplatz ist nämlich Schirnau, das Altersheim. 249 Einwohnern. Da kriegen wir eben jetzt ganz genau raus, welche Wohnplätze es gibt und können sagen, welcher Typ es ist. Also hier in Borgstedt-Felde ist Höfe, hat 1961 am 6. Juni 56 Einwohner, sagt uns dieses Wohnplatzverzeichnis von 1964. Ja, dann, was wir noch sehen, ist die Postleitzahl und der, das ist nicht so interessant, der Ort, wenn man da also einen Brief hingeschrieben hat, da musste man also früher schreiben, Buschkarte über Borgstedt. Das ist jetzt nicht so interessant für uns, aber diese Postleitzahl ist dann interessant, um irgendwie Briefe, also alte Briefe richtig zuordnen zu können. Also wenn man in seinen Akten, in seinen Unterlagen einen Brief findet, wo eben draufsteht 2371 Buschkarte, dann hilft einem das, diese Information zu wissen, das war tatsächlich dieser Hof. So, das kann man jetzt auf die Weise eingeben, wie wir das vorhin gelernt haben, wie wir es ausprobiert haben mit dem Quicktext. Aber ich habe mir gedacht, das ist so strukturiert, das kann man doch bestimmt mit Computerunterstützung einfacher machen. Und ja, das kann man. Und zwar haben wir unser Datenerfassungssystem, also ein Programm, mit dem wir gedruckte Quellen, gescannte Quellen im Internetbrowser anzeigen und direkt darauf was eintippen. Und da kann man eben nicht nur, also bisher machen wir das mit Adressbüchern, wir machen das mit den Verlustlisten, wir haben auch schon Standesamtsunterlagen da drin, aber warum nicht auch mit ortsbezogenen Quellen? Also habe ich dieses Wohnplatzverzeichnis 64 da eingefügt. Ja, hier nochmal erklärt, was es hier alles gibt, eben dass es Ämter, Gemeinden und Wohnplätze gibt. Farblich so. Und da können wir jetzt eben einen Eintrag machen. Wir wollen als erstes das Amt eingeben. Genau, jetzt öffnet sich, also wenn wir auf Groß Soll klicken, öffnet sich das Fenster. Und jetzt als erstes muss dem Programm mitgeteilt werden, dass wir uns im Landkreis Flensburg befinden. Also fangen wir an, hier in dieses Feld Flensburg einzutippen. Es reicht schon, Flens einzutippen, wahrscheinlich schon F gereicht, denn es wird sofort im GeoV eine Suche gemacht. In dem Moment, wo wir tippen, wird gesucht, gibt es einen Kreis mit diesem Anfangsbuchstaben. Also hätte das F tatsächlich gereicht in Schleswig-Holstein,
Und wir kriegen eben so zwei Kreise, die Flens enthalten, Flensburg-Land oder Schleswig-Flensburg. Und hier oben steht Flensburg-Land. Also wählen wir uns den aus. Dann wird automatisch, sobald man das ausgewählt hat, hier die GV-Kennung ergänzt. Wir müssen uns die nicht mehr merken. Kein Zettel mehr ist automatisch da drin. So, weiter geht es jetzt. Als nächstes wollen wir das Amt. Also hier steht Amt. Amt Groß Sold. Also fangen wir hier an, Groß einzutippen. Und die Autovervollständigung guckt jetzt wieder im GOV nach. Gibt es in Flensburg-Land ein Amt, das Groß enthält im Namen? Ja, da gibt es Großen Wir und Groß Sold. Und Groß Sold ist es. Das wählen wir aus und schon kriegen wir auch davon die passende Kennung da rein. Und wir kriegen hier unten schon als Typ gleich angegeben, das ist als Amt bekannt. Jo, das stimmt so. Jetzt müssen wir noch die Einwohnerzahl eingeben. Das Datum brauchen wir nicht, also hier steht nur Einwohner, denn das ist ja für die ganze Quelle gleich. Das habe ich einmal eingegeben. Diese Quelle betrachtet Einwohner vom 6.06.1961. Also schreiben wir die Zahl rein und drücken auf Speichern. Zur Kontrolle geht jetzt wie immer beim DES so ein grünes Rechteck auf. An der Stelle, wo wir geklickt haben, und da sind nochmal kurz die Informationen drin, dass man eben sieht, das habe ich schon bearbeitet. Also das Amt haben wir jetzt eingegeben, jetzt sind wir in diesem Amt drin und wollen Gemeinden eingeben. Also klicken wir dahin auf das B von dem Bisdorf und es geht das nächste Fenster auf. Und das, was wir bisher getippt haben, bleibt schon da, ist ja auch soweit gut. Wir sind noch im Landkreis Flensburg-Land, wir sind im Amt Groß-Sold. Ja, da ist eine Einwohnerzahl, die ist ein bisschen blöd, die stört, das Amt stört auch, das muss weg. Ja, deshalb klicken wir auf dieses kleine Symbol hier bei Gemeinde, wir wollen ja eine Gemeinde eingeben. Und in dem Moment verschwinden diese anderen beiden Angaben. Dann tippen wir da ein Bisdorf. Auch die wird automatisch rausgesucht aus dem GV. Hier die kennen, Bisdorf. Und dass es eine Gemeinde ist, wird auch ergänzt. Wir müssen wieder einfach nur noch die Einwohnerzahl dazu tragen. Dann speichern wir. Jetzt ist die Gemeinde. Jetzt sind wir in der Gemeinde drin, haben die angelegt und wollen die Wohnplätze eingeben. Jetzt müssen wir also in dieser Spalte weitermachen und klicken hier auf das B von Bisdorf. Die Sachen werden wieder übernommen. Und mit diesem Pfeil löschen wir den alten Typ und die Einwohnerzahl. Wir wollen immer einen Wohnplatz eingeben. Dann klicken wir also hier. Und fangen jetzt an, hier Bisdorf zu tippen. Auch da wieder die Autovervollständigung. Welche Wohnplätze gibt es in der Gemeinde? Ja, Bisdorf wird gefunden. So, dann wird also wieder die Kennung übernommen. Die Postleitzahl wird übernommen. Die Einwohnerzahl ist offenbar noch nicht da. Aber der Typ Ortsteil ist da drin. Der stimmt aber noch nicht. Das müssen wir korrigieren. Das machen wir auch, da gibt es so eine Auswahlliste, die sehen wir gleich. Fragen also an, das ist ein Dorf, steht da ja, und die Einwohnerzahl übernehmen wir auch, die Postleitzahl 2391, die kann so bleiben. Gut, wenn wir auf Speichern gedrückt haben, wird das auch abgespeichert. Jetzt habe ich schon weitergemacht zu Bisdorf Holz. Auch da tauchen wir die alten Angaben auf. Die kriegen wir weg, indem wir wieder auf diesen Knopf Wohnplatz drücken. Dann ist es leer und jetzt können wir anfangen, Bisdorf Holz einzugeben. Also, weil wir Bisdorf eingegeben haben, ist nur ein Eintrag zu finden. Das war unser Dorf, das wir eben schon benutzt haben. Unser Bisdorf Holz fehlt. So, also heißt es, das GOV, im GOV ist noch kein, in dieser Gemeinde Bisdorf, noch kein Wohnplatz mit dem Namen Bisdorf Holz eingegeben. Wenn wir jetzt ein bisschen weiter tippen, Bisdorf HO, dann sucht das Programm auch außerhalb der Gemeinde. Was gibt es denn im Kreis noch? Gibt es da noch irgendwas, was so heißt? Ja, und es gibt in dem Kreis offenbar ein Bisdorf Holz. Und dieses hat aber ein Sternchen dahinter, das heißt, zeigt uns an, dass bisher Bisdorf Holz noch nicht mit der Gemeinde verbunden ist. Ja, das liegt daran, diese Gemeinde Bisdorf ist 1973 aufgelöst worden. Heute gehört sowohl das Dorf Bisdorf als auch diese Streusiedlung Bisdorf Holz zu einer anderen Gemeinde. Für das Dorf hat das schon mal jemand eingetragen, weil irgendwie klar war, das Dorf Bisdorf muss wohl zu der Gemeinde Bisdorf gehört haben, aber eben diese Streusiedlung noch nicht. Wir wählen also diesen Eintrag jetzt aus. Auch da ist der Typ eben noch nicht bekannt, bisher noch nur Ort. Also tragen wir da eine Streusiedlung, tragen wir 133 Leute ein, drücken auf Speichern. Und der Wohnplatz ist auch angelegt. So, jetzt ist diese Gemeinde komplett fertig mit beiden Wohnplätzen. Als nächstes kommt die nächste Gemeinde dran. Also klicken wir hier auf das E von Estrup, von der Gemeinde. Ja, da ist wieder der ganze störende Kram. Aber das werden wir ganz bequem los, indem wir auf den Knopf bei Gemeinde drücken. Da drauf, dann ist es wieder leer und wir können anfangen, auch da die Daten einzugeben. Und das geht dann einfach so dadurch. Das können wir tatsächlich jetzt auch praktisch machen. Also alle, die jetzt einen Rechner haben und Zugang, können direkt da loslegen. Also des.des.genealogy.net/sh64. Also dann landen wir erstmal auf dieser Seite. Muss ich entscheiden, will man suchen oder will man eingeben. Wir wollen eingeben. Da muss man sich wieder anmelden und landet direkt auf dem Scan von diesem Wohnplatz.